Wer Ungrund ist ein ewig Nichts und macht aber einen ewigen Anfang als eine Sucht. Ein Suchen, denn das Nichts ist eine Sucht nach etwas. Und jetzt fragt man sich eigentlich so als philosophisch denkender Mensch, der vielleicht manchmal auch ein bisschen den Fokus auf die Sprache legt, Nichts, das Nichts, ist eigentlich eine Substantivierung. Ist das eigentlich rechtmäßig, dass wir ein Wort, nämlich das Nicht, was zur Vermeidung geht, dass wir das substantivieren? Eigentlich ist es ja ein Adjektiv, oder da? Also die Null war ja im Abendland verboten irgendwie, deswegen Null. Haben wir arabische Zahlen, weil dann nämlich die Nichts nach laut Christentum die Abwesenheit Gottes ist und das ist Blasphemie. Genau, das Nichts ist eigentlich Blasphemie. Also theologisch ist es sowieso eine große Schwierigkeit, da werden wir nachher noch drauf kommen. Und die Araber haben uns die Null geschenkt und die Römer hatten die Null einfach nicht. Also wer weiß, wie das mit der Mathematik weitergegangen wäre ohne die Araber. Aber das ganz nebenbei, aber das Nichts zu sagen, also da ein Partikel davor zu setzen, also ein Artikel, das Nichts, könnte auch der Nichts oder die Nichts sagen, aber es ist diesmal mal das gewesen, das Nichts, geht das eigentlich? Das Nichts ist eigentlich ein Adjektiv oder ein, nee, kein wäre das richtige Adjektiv dazu. Wenn sie es auf das Verb bezieht, ist es ein Adverb. Ein Adverb zum Gegenstand der Untersuchung zu machen. Also die reine Verneinung. Also grammatisch ist das schon eine Schwierigkeit. Obwohl es wunderbar funktioniert, aber mit dieser grammatischen Würde jetzt ein Substantiv geworden zu sein, geht da was einher, auch ontologisch, dass man wirklich von diesem Nichts sprechen kann. Müsste man das nicht eigentlich verbieten? Kann man sich das überhaupt vorstellen, das Nichts? Da sagt man sich, na klar, man kann sich vorstellen, wenn eine Flasche nicht da ist, ich brauche die nur wegzunehmen, jetzt ist sie nicht da und ich kann jetzt alle anderen Gegenstände wegstreichen und auch alle Vorstellungen, die ich habe, im Kopf wegstreichen und die Summe aller dieser Durchstreichungen sozusagen, das wäre dann das Nichts. Das ist nur schwierig vorzustellen, weil ich bin ja dann immer noch da als der, der sich das Ganze vorstellt und jetzt muss ich mich also selber auch noch weg vorstellen und mich selbst sozusagen negieren, damit ich dieses Nichts wirklich versuche zu fassen und dann wird es ganz schwierig, denn wir können uns schlecht vorstellen, dass wir selber nicht da sind. Natürlich, irgendwann werden wir alle sterben, das ist eine unangenehme Vorstellung und eine Vorstellung, die uns auch nicht gelingt. Also selbst wenn sie uns gelingt, dann ist das manchmal ein richtiger Schock, dass wir auf einmal nicht mehr da sind. Vielleicht müssen wir es ja nicht ganz so groß machen und nicht gleich ans Sterben oder ans Geburt. Wir müssen uns ja nur vorstellen, wie das ist, wenn wir schlafen und nicht träumen, dann ist dann nichts. Und wenn aus dem Nichts sich was entwickelt, das wäre sozusagen das Aufwachen. Also ich versuche einfach nur mal nachzuführen, was für Situationen man als Bild nehmen könnte. Also schlafen und aufwachen oder einschlafen. Einschlafen, ins Nichts sich gleiten lassen. Eine Sache, die wir jeden Tag machen. Also wenn es uns gelingt, nichts ist schlimmer, als wenn man nicht schlafen kann. Erstaunlicherweise haben wir überhaupt keine Angst vorm Einschlafen. Meine Frau hat erzählt, als Kind hatte sie manchmal Angst einzuschlafen, weil sie sich nicht sicher war, dass sie wieder aufwacht. Ich weiß nicht, ob es ihnen so oder auch manchmal so gegangen ist. Also, man einschlafen und aufwachen wäre so ein Bild. Mir ist neulich noch was anderes eingefallen. Das ist noch ein bisschen brutaler, das Nichts sich vorzustellen. Man könnte ja sagen, das Nichts ist wie das Ausatmen und das Sein ist wie, wenn man den Körper füllt mit Luft, ist das Einatmen.
Und wenn man also und das machen wir ja auch nicht nur jeden Tag und jede Nacht diesen Wechsel, sondern diesen Rhythmus haben wir ja wirklich alle 2 Sekunden oder wie oft für ein- und ausatmen und merken das gar nicht. Da wechseln wir ja ständig zwischen nichts. Also und einatmen, ausatmen, wieder nichts und wieder sein und wieder nichts und wieder sein. Und aus diesem Wechsel von nichts und sein ist irgendwie sind wir und ist die ganze Welt. Und wenn wir uns jetzt mal versuchen, in diese eine Phase sozusagen hineinzudenken und das nachzuführen, dass also das Nichts wirklich kompakt ein Nichts bliebe, dann hieße das in dem Bild, wir würden ausatmen und einfach nicht mehr einatmen. Und Sie können das ja mal kurz versuchen. Einatmen, dann atmen wir aus. Dann fängt das an zu drücken. Also ich atme jetzt, was Sie machen, muss ich bleiben, so ruhig mal weiter. Und ich erzähle trotzdem weiter, dazu muss ich natürlich einatmen. Dann fängt das an zu drücken und zu pressen und zu krampfen. Und irgendwie wird es unerträglich und das Nichts sozusagen, was wir in diesem Augenblick sehen, hält sich selber nicht mehr aus und irgendwann geht es nur im Gegenteil über und atmet wieder ein. Also es ist nur so als Bild. Ein Nichts, was sich selbst nicht hält. Was nicht sein kann. Nichts ist. Geht ja sowieso nicht, dass nichts ist. Das Nichts nichtet, könnte man sagen. Das klingt jetzt gleich nach Heidegger oder so. Da könnte man ein neues Verb sich ausdenken. Aber es ist auf alle Fälle mit diesem Nichts, das ist kein Ding wie alles andere. Es ist vielleicht überhaupt kein Ding. Es ist genauso unbeantwortbar und unbeschreibbar wie das alles und wie der Gottesbegriff. Das sind alles solche Monsterbegriffe. Und diese Monsterbegriffe, das Alles und das Nichts und Gott, das Selbstursächliche, das sind alles Begriffe, die sich mit einer irren Anziehungskraft immer aufeinander zubewegen. Und hier bei Jakob Böhmer haben wir eben das Schöne, dass er das Nichts expressis verbis in diesen Gottesbegriff mit hineinnimmt. Alle sonstige Philosophie fängt ja sozusagen mit dem Gottesbegriff an. Also die christliche Philosophie ist klar, wenn es darum geht, wie ist die Welt geschaffen, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Da haben wir wieder nochmal das Nichts mit dem Tohu Wabohu und dann schwebt der Geist Gottes über dem Wasser und dann Licht und Finsternis und so weiter. Sie kennen das alles. Gott wird sozusagen vorausgesetzt. Gott ist da. Wir fragen nicht, wo kommt Gott her? Gott ist und Gott schafft dann den ganzen Rest, den wir sind. Und auch bei Platon ist es so, da ist am Anfang Gott, der Demiurg, der Schöpfer der Welt sozusagen, und der ist volle Präsenz, der ist alles und der ist vollkommen. Da ist kein Nichts drin, sogar ein Hunger nach irgendetwas anderes. Darum hat man sich ja bei den alten Griechen immer gefragt, wie kommt das, dass dieser griechische vollkommene Gott, den die griechischen Philosophen ja als sozusagen als einen Gott schon lange vor dem Mosaischen einen Gott hatten, gedacht hatten zumindest, wie kommt das, dass der, wenn der so vollkommen ist, überhaupt noch was anderes schafft? Wenn er in sich sozusagen gar kein Bedürfnis hat, etwas zu schaffen, weil er ja vollkommen ist und etwas Vollkommenes hat kein Bedürfnis. Also, wieso macht er überhaupt eine Welt? Und da fragt sich der Platon im Timaios, in diesem Dialog, wo es um die Erschaffung der Welt geht, wieso überhaupt schafft Gott eine endliche Welt? Und da heißt es, nun Gott ist das Vollkommenste von allen. Und in einem Vollkommenen entsteht niemals Neid, worauf er sich auch immer beziehen könnte. Gott ist sozusagen so vollkommen, dass er in dieser seiner vollkommenen Neidlosigkeit überströmt auch in das Nichts hinein, um von seiner Vollkommenheit abzugeben. Und weil das, was daraus sozusagen entsteht, nämlich was dann sozusagen aus den göttlichen Ideen und dem
und der reinen Materie, diesem Nichts sozusagen gebildet wird, das trägt dann von beiden Eltern sozusagen die Eigenschaften, nämlich auf der einen Seite unvollkommen zu sein und aus dem Nichts zu stammen und auf der anderen Seite vollkommen und von Ideen, von göttlichen Ideen durchzogen zu sein. Und darum ist die Welt so komisch gemischt. Das ist bei Platon. Also selbst Platon, der von diesem vollkommenen Gott ausgeht, selbst er setzt irgendwie voraus, ja, da gibt es noch, außer Gott gibt es eigentlich gar nichts, eben dieses Nichts, und da fließt die göttliche Energie hinein in dieses Nichts und dann kommt das ganze Gewirr heraus, was die Welt ist und was wir sind und so weiter. Und das ist sozusagen die klassische Position in der Philosophie, der vollkommene Gott, der überläuft, emaniert in die vollkommen formlose, nichtige Materie hinein und daraus gestaltet hat. Und jetzt kommt eben Jakob Böhme und sagt, dieses Nichts selbst, das ist in Gott drin. Gott selbst ist ein Nichts, und zwar ein Suchen. Er ist so ein Nichts, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben, dass wir ausgeatmet haben und auf einmal krampft es und wir... Also in Gott ist ein Hunger nach seinem eigenen Sein. Es geht um nichts anderes als um die göttliche Selbstgebärung. Dass Gott, der ein Nichts ist, ein Gott sein will, das ist jetzt so meine Übersetzung, und damit die Sache überhaupt erstmal losgehen kann. Dass wir nicht einfach voraussetzen können, so einen vollkommenen Gott, den wir dann noch mit unseren verschiedenen theologischen Eigenschaften besetzen, die wir aus der Religion rübergenommen haben, sondern dass dieser Gott sich erstmal selber bilden muss. Bilden will, bilden kann, ja, eigentlich bilden muss. Wie aus dem Nichts Gott wird, das ist eigentlich die Frage, jetzt modern übersetzt, mit der Böhme sich hier, mit der er ringt. Denn am Anfang ist da nur so ein Druck, dass etwas sein wird. Ich lese den Text jetzt mal weiter. Ich merke gerade, ich mache es wieder ganz anders, als ich wollte. Aber ja, aber sehr schön. Ich lese ihn jetzt einfach mal weiter. Der Ungrund ist ein ewig Nichts. Also der Ungrund, das Unbegründete. Er sagt jetzt einfach, alles muss einen Grund haben, da sind fast alle Philosophen einig, aber der letzte, der ist natürlich Unbegründete, also der Ungrund, der Urgrund ist ein ewig Nicht und macht aber einen ewigen Anfang als eine Sucht. Einen ewigen Anfang, das passiert also nicht irgendwann vor 6000 Jahren, wie die biblischen Ausleger es dachten, oder vor 16 Milliarden Jahren, wie man das heute denkt, sondern das ist das, was ständig passiert, ein ewiger Anfang als eine Sucht. Denn das Nichts ist eine Sucht nach etwas und dadurch ein Nichts ist, das etwas gebe, sondern die Sucht ist selber das Geben dessen, das doch auch ein Nichts ist, als bloß eine begehrende Sucht. Die Sucht ist das Geben dessen, gibt sich selbst. Das ist eine bloß begehrende Sucht. Und das ist der ewige Urstand der Magie, also der Schöpferkraft, der Kraft, welche in sich machet, da doch nichts ist, obwohl das nichts ist. Es hat dieses Nichts irgendwie diese Tendenz oder diesen Drang, zu etwas zu werden. Es ist also streng genommen, ist es kein Nichts, könnte man jetzt natürlich sagen. Es sind keine sauberen Begriffe, mit denen wir hier arbeiten. Es sind Begriffe, die aus der Sprache kommen und die wir mit unserem eigenen existenziellen Gefühl sozusagen auskleiden müssen. Denn ansonsten könnte jeder stupide Materialist könnte jetzt sagen, naja, wenn dieses Nichts eine Sucht in sich hat, dass etwas werde, dann kann man das schon, dann ist das eine Tendenz, dann kann man das schon sagen, dann ist es kein Nichts mehr, also darfst du das auch nicht so nennen, Schluss, aus, wir lassen das Ganze, die ganze Spekulation, das hat überhaupt keinen Sinn. Das sind keine sauberen Begriffe. Nur so ein analytischer Philosoph könnte das alles hier zerschmettern, was wir jetzt gerade machen,
Und er hätte in gewisser Weise auch recht. Aber ob ihm das Freude machen würde, ist die andere Frage, weil er hätte nur das Gespräch beendet. Und wir arbeiten lieber mit unsauberen Begriffen weiter, als dass wir gar nichts machen. Gar nichts, dann ist es wieder das Nichts. Übrigens, das mit dem Nichts und dem Sein, wenn wir jetzt in die Moderne denken, gesagt, Computer macht alles aus Nullen und Einsen. Ne? Null, Eins. Und wie schon Hegel sagte, dass den Unterschied zwischen Sein und Nichts, der ist eigentlich nicht richtig zu machen. Man könnte das eigentlich auch austauschen. Und interessant ist, wenn das eine zu dem anderen übergeht. Und so ähnlich ist das, denke ich, ich habe nicht viel Ahnung von Computern, aber so ähnlich ist das auch. Wir haben zum Schluss alle verschiedenen Differenzen in der Welt auf Nullen und Einsen zurückgeführt. Aber was der Unterschied zwischen Null und Eins ist, das können wir nicht sagen. Das können wir nur nachfühlen. Das kann man nur zeigen, wie Wittgenstein ja auch sagt, also worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Oder es gibt Sachen, die kann man zeigen. Man kann nicht so machen. Oder so. Oder so. Oder ich kann eben ein... Entweder oder, ja. Also entweder 0 oder 1. Ja, 0 oder 1, aber dazwischen ist nichts. Und trotzdem ist das eins, die einzige interessante Frage auf der Welt ist eigentlich, was ist der Unterschied zwischen 0 und 1? No, warum gibt es die Welt und nicht viel mehr nichts? No, also das Rätsel, was mit Sicherheit bei allem Fortschritt aller Wissenschaft übrig bleiben wird, ist dieses. Warum es überhaupt die Welt ist. Dann gibt es noch eine andere wichtige Frage, warum die Welt gerade diese ist und nicht eine andere. Ja. Da gibt es die verschiedensten Antworten, könnte man sagen, ja, das ist eben zufällig. Boah, dann haben wir den Satz vom Grund abserviert. Aber ich finde das sehr schön. Obwohl ja. Ich finde, dass das Mittelhochdeutsch eine sehr deutliche Sprache ist bei Böhmer, die wir nur nicht mehr verstehen, weil... Ich kenne das von der Meditation, je tiefer man abtaucht, wegtaucht aus der Welt, wegtaucht, das Abtauchen, je tiefer man abtaucht, desto größer geht der Drang zum Leben. Also es ist so eine Art Gegendruck, dieser Drang zum Leben und diese Sucht, die er beschreibt, ist ja die Sehnsucht zum Leben hin. Das ist die Sehnsucht, also das Gegengewicht. Ja? Und genau wie die Furcht, die Ehrfurcht. Das sind Dinge, die wir uns eigentlich neu wieder erobern müssen. In der Wirkung dieser Worte, dieser starken Worte, die Böhme gebraucht. Ja. Also im Selbsterleben meine ich, im Selbsterleben, das Abtauchen zum Nichts und das wieder Eintauchen in zum Leben, das ist diese Sucht. Und das Nacherleben, da kann man diese Worte auch füllen. Und ich denke auch, dass Wenn man liest, wie Böhmes spirituelles Durchbruchserlebnis gewesen ist, muss ja auch so eine Art Depression oder Drang nach unten vorher gewesen sein. Und dann auf einmal diese befreiende Erfahrung, sozusagen, dass man einatmen kann. Das ist auf einmal, das ist, ja genau, sie macht es richtig, die richtige Begehrte. Es ist ja alles da. Und ich bin das zugleich auch und es ist nicht getrennt von mir. Also die spirituellen Durchbruchserlebnisse der großen Denker sind ja sicherlich nicht alle der gleichen Art. Was weiß ich, wenn man Paulus nimmt, meinetwegen, mag das anders gewesen sein als mit Böhmer. Und jeder, der jetzt hier in uns sitzt und weiß, was in der eigenen Geschichte ungefähr dem zu vergleichen wäre, wenn wir das jetzt alles erzählen würden, würden vielleicht auch unterschiedliche Sachen rauskommen. Aber es ist auf alle Fälle ein eigener Bezug notwendig, mit dem wir diese Begriffe füllen können. Ansonsten ist es wirklich Schall und Rauch. Und der zwar sehr schön sein kann, aber der uns letztendlich nichts angeht. So, jedenfalls, also jetzt, ich lese noch ein bisschen und dann kommen wir zu dem Modell. Sie macht aus nichts etwas und das nur in sich selber. Und da doch dieselbe Sucht, also das Suchen auch ein Nichts ist, als nur bloß Wille. Jetzt kommt ein Wort Wille noch. Er hat nichts und ist auch nichts, das ihm etwas gebe
und hat auch keine Stätte, da er sich finde oder hinlege. So denn nun also eine Sucht im Nichts ist, so machet sie ihr selber den Willen zu etwas. Ja, jetzt also Sucht, Willen, es wird irgendwie konkreter, es fängt an sich zu fassen. Es ist wie wenn in so einem Sprachgewirr sich auf einmal Subjekte finden, ist was Festes. Ne? Derselbe Wille ist ein Geist als ein Gedanke, der geht aus der Sucht und ist der Suchtsucher. Also die Sucht, so ein komisches Gefühl, was gar nicht richtig weiß, was es eigentlich will. Und aus dieser Sehnsucht, dieses wunderschöne deutsche Wort, aus diesem Sehnen, geht dann erstmal das Subjekt dieses Sehnens hervor. Also dass es etwas ist, was sich sehnt. Also ich habe, also das ist jetzt vielleicht wirklich so wie beim Aufwachen, wenn ich so aus dem Traum so komme, dass da irgendwelche Farben, also machen Sie mal die Augen zu und sehen Sie und versuchen sich vorzustellen, wie Sie aufwachen. Vielleicht haben Sie gerade irgendwas geträumt und es ist alles durcheinander und links oben ist was Grünes und dort rechts noch was, was sich so komisch bewegt und dort sind ein paar Flossen oder so. Es ist alles, es ist noch, Sie sind selber noch gar nicht da. Es sind erst Gedanken oder Empfindungen da, Farben und Gerüche und dann zieht sich das irgendwie zusammen und dann, vielleicht haben Sie die Augen noch gar nicht auf und dann anschauen, ach, da, oder machen Sie die Augen auf und dann merken Sie, wie das in sich hineingeht und dann sagen, ach, das bin ja ich und das ist die Außenwelt und ach, alles wieder okay. Ja, da haben wir ein Subjekt und dann haben wir Prädikate rundherum und dann können wir agieren und dann können wir auch wieder sprechen. Ja, also so ähnlich wie sich aus so einem unsicheren Gefühl ein Satz bildet und ein Subjekt, so ist das hier mit dem Willen. Auf einmal ist da was drin. Und dann, ich übergebe mal ein paar Sätze und verstehe hier drinnen, wie der Wille ein Geist ist und ein anderes als die begehrende Sucht. Wir haben jetzt schon ein Stückchen Ordnung drin, da ist nämlich etwas, nämlich ich, der will und etwas, was ich will. Jetzt ist die erste Unterscheidung und jetzt kann sich das Ganze sozusagen gegenseitig anschauen und dann kommt er zu dem Satz, also geben wir euch im Kurzen zu ersinnen die Natur und den Geist der Natur, was von Ewigkeit ohne Urstand gewesen ist. Und befinden also, dass der Wille als der Geist keine Stätte seiner Ruhe habe. Aber die Sucht ist ihre eigene Stätte. Und der Wille ist ein Band darin und wird doch auch nicht ergriffen. Und dann zum Schluss, jetzt regiert der Wille das Leben der Sucht und tut mit dem, was er will, und ob er etwas tut, so wird es doch nicht erkannt, bis sich dasselbe Wesen mit dem Willen offenbare, dass es ein Wesen werde in des Willen Kraft. Und wir erkennen also den ewigen Willengeist für Gott, und jetzt macht er Philosophie, wir erkennen den ewigen Willengeist für Gott und das regende Leben der Sucht für die Natur. Denn es ist nichts Ehers und ist beides ohne Anfang und ist je eines eine Ursache des anderen und ein ewig Band. Also Gott ist die Ursache der Natur und die Natur ist die Ursache von Gott. Sie schaffen sich beide gegenseitig, weil dieser Gottesbegriff, den der Böhm hat, wirklich alles beides in sich hat. So, jetzt geht's aber zu dem Modell. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde weg, weil ich auch noch nichts dazu erzählt. Das Modell ist was so zum Aufklappen und ich werde Ihnen jetzt so in einzelnen Phasen versuchen, den Gedankengang, den ich sozusagen aus der ganzen böhmischen Lehre herausgezogen habe, in einzelnen Phasen zu erklären. Und das muss natürlich nicht bedeuten, dass Böhme das wirklich selber genauso auch gemacht hätte. Also es ist natürlich ein Auszug, was jetzt kommt. Nur kleine Teile und vieles von dem, was Böhme gelehrt hat, kann ich hier natürlich gar nicht darstellen, weil es einfach zu viel ist.